Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einem Championatsvideo mit dem Shire Jack Generation 3 beim Fort Pinter Championat. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, einfach so viele Videos mit dem alten Charakter aufzunehmen, um einfach so lange noch eine Erinnerung zu haben. Und drehe daher ganz viele Championats-Videos vor. Ich weiß nicht wie viele, aber deswegen werdet ihr noch eine Weile Content mit dem alten Charakter sehen. Ich hoffe, ihr freut euch. Und würde ich sagen, legen wir los. Hilfe, ich hab's fast verpennt. Ah, ich war am Handy. Ich weiß gar nicht, wo ich bin, weil ich gerade geguckt habe, mit wem ich so in der Gruppe bin. Kenne aber leider niemanden. Ich habe schon wieder so viele Percherons. Jungs, benutzt mal den Generation 1er Araber. Also bis jetzt ist das wirklich mein absoluter Favorit. Aber ich muss sagen, das Shire ist bis jetzt auch gar nicht so schlecht. Also gut, wir sind jetzt gerade nicht viel gegangen. Danke für die Person, die mir geschrieben hat. Aber so wie es jetzt ausguckt, guckt's doch. Yo, wie die vorsprintet. Sogar ein Level unter mir. Jesus, da habe ich die Winde verpasst. Die Stürme, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich nenne es mal Booster. Ich habe keine Ahnung. Die ist schon sehr schnell für ihr Level. Das ist schon weird. Ich meine, ich habe ein ausgeleveltes Pferd. Ich habe dies, ich habe das, ich habe Ananas. Hufeisen? Habe ich die Hufeisen? Ja, ich habe die Hufeisen drauf. Ihr kennt mich, ich vergesse die so oft. Die sind doch auch entscheidend. Aber ich finde, bis jetzt ist alles Baba. Also ich finde jetzt, der Umkreis vom Shire, der ist jetzt nicht das wendigste Pferd. Aber es ist jetzt für die Größe des Pferdes absolut nicht katastrophal. Weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal in die Kommentare schreiben, welchen Shire ihr habt. Mein Gott, der hopst hier rum wie so ein Kaninchen. Ich habe tatsächlich nur einen. Ich habe nur den hier. Und ich überlege mir noch, ob ich ihn umbenenne. Aber ich finde den Namen jetzt noch gar nicht so schlimm. Tatsächlich. Wir werden tatsächlich wieder Zweite. Irgendwie machen gerade gar nicht so viel damit bei den Champions. Oh nein, was ist... Oh, Jesus. Ich dachte gerade schon, aber wir wurden noch Zweiter. Ich gebe dem Shire mal tatsächlich eine 7 von 10. Man kann sie nicht beschweren. Das Pferd ist okay, aber es gibt Schlimmeres und es gibt Besseres. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Shire gerne in Championaten reitet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund. Sag mal! Bleibt gesund. Und ciao, Kakao.